Nein, hier oben ist Luft. Okay, also doch nur folgen. Bis überhaupt nichts mehr. Er will nicht kämpfen. Er jagt uns nur. Und versucht uns zu ertränken. Also nee, er jagt uns ja nicht. Ich jag ja ihn. Und ich war so nah am Ausgang jedes Mal. Verdammt. Tja. Willkommen in der Starlight Zone. Also natürlich Sternenlichtzone. Hi, du bist eine kleine Bombe. Plopp. Putzige kleine Bombe. Hallo? Na? Wie ist es? Schön. Und hier, bitte fahr wieder hoch. Fahr wieder hoch. Los. Fahr hoch. Vielleicht drauftreten? Vielleicht so? Arschloch. Ist doch eine Verarsche, kann das sein. Wir bewegen uns schnell und immer... Geh schon weiter. Und schneller! Nee, das war jetzt falsch. So. Hüps. Was bist denn du? Ventilator. Ey, ist ja cool. Der bläst mich in die andere Richtung. Jetzt stehe ich auf der Stelle. Und oh Gott, schon wieder so einer. Nein, tu mir nichts. Ich will dich nicht sehen. Und du verdammte scheiß Luft. Drückt mich genau in den Rhein irgendwie. Oh, hier geht's runter. Tja, habe ich wohl keine Wahl, ne? Und hier noch weiter. Okay. Oh, ich glaube, das war vielleicht... Oh, ei! Ich glaube, das war vielleicht nicht so toll. An diese Zone hier erinnere ich mich kaum. Also hier war ich wirklich sehr selten, muss ich sagen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel jetzt hier, mein Lebtag, vielleicht zweimal durchgespielt oder so. Das ist wohl Maximum. Mehr nicht. Ja. Sonic 2 ein paar Mal öfter, auch nicht besonders oft. Nur Sonic 3. Sonic 3 kenne ich sehr, sehr gut und finde es auch extrem geil. Sonic 3 ist das geilste aller Sonic-Spiele, finde ich. Leider bin ich allerdings auch der Meinung, ist hier ein Bumper? Nee, sieht nicht so aus. So. Rot oder gelb? Nehmen wir mal rot. Gut. Ah ja. Leider bin ich auch der Meinung, alle Sonic-Spiele, außer den dreien hier, die ich jetzt machen werde, sind scheiße. Tut mir leid, aber ich denke so, das ist meine Meinung. Ein einziges, was noch, sagen wir, im besten Fall recht passabel war, ist Sonic Adventure 2 Battle für die GameCube. Das war's aber auch. Der Rest ist Schrott. Ich will die Ringe, ich will die Ringe. Der Rest ist für den Arsch. Besonders als ich noch angefangen habe, noch 7000 neue Charaktere dazu zu erfinden. Das ist... Dankeschön. Dankeschön, dass du nicht so hoch springst. Dass du ausweichen kannst. Das ist der größte Müll, finde ich. Die ganzen Scheißcharaktere. Wen interessiert der ganze Müll? Selbst Shadow ist eine furchtbar schlechte Entscheidung gewesen, meiner Meinung nach. Der gehört nicht in Sonic. In der Sonic-Welt gibt es vier, sagen wir fünf Charaktere, die zählen. Es gibt den... Ja, eigentlich gibt es den ja im Spiel nicht. Den guten Doktor, meine ich. Im Comic gibt es den guten Doktor und den bösen Doktor Robotnik und den guten Doktor Kintober, meine ich. Gleichzeitig... Und zwar in dem Sinne, dass der gute Doktor vor dem Unfall eine Kopie seines Geistes in seinem Rechner abgespeichert hat und er lebt dann so als Hologramm in ihrer Basis-Scheiße weiter und gibt dann noch Rat und so Scherze und ist der Basiscomputer und steuert alles und bla. Nur halt körperlich gibt's ihn nicht mehr. Und den zähle ich jetzt mal mit einfach, damit sind es dann nämlich fünf. Das sind er, Dr. Robotnik als der Böse, Sonic als der Held, Tails als sein Partner, den gibt's erst in Part 2, aber den kennt wohl so ziemlich jeder. Und Knuckles, den gibt's erst in Part 3, den kennt aber auch so ziemlich jeder wahrscheinlich. Und Knuckles ist, tja, so sein Freundfeind. Wenn ihr wisst, was ich meine, so in etwa. Tails wird seinen ersten Auftritt in Sonic 2 haben. Zu seiner Geschichte komme ich dann später, ja, belasse ich's einfach dabei. Tails in Sonic 2 und Knuckles in Sonic 3 zum ersten Mal überhaupt. So ist das. Ich will hier lang, bitteschön. Oh, so, uah, noch mehr von denen. Hier war ich schon. Scheiße. Ich darf nicht mehr da oben lang. Mist. Wie muss ich denn jetzt gehen? So, wie bewegt ihr euch? Ah, jetzt so. Okay, dann will ich hier hoch, bitte. Oh, so funktioniert das dann nämlich. Ach Gott, die Dinger sind kacke. Zip! Merkt ihr es? Und...
Eine tolle Wippe. Es ist schon eine geile Idee, auf jeden Fall. Denkt dran, das war, ihr habt es am Anfang gesehen, 1991. Zu der Zeit ist Mario gerade mal da rumgesprungen und hat gemerkt, hey, wenn ich Fragezeichenblock anspringe, dann kommt eine Münze raus oder eine Blume oder ein Pilz. Und da machen die so Sachen. Hey, ich habe das Ding getroffen. Cool. Da, 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 da. Ich will wenigstens einen Emerald mal mitnehmen, bitte. Einen einzigen. Wie wär's? Nur, dass ihr es sehen könnt, ist so wieder der gleiche Scheiß-Level. Oh, Dreck. Da, da hinten. Da, da rein. Das sieht toll aus. Ja, da ist er. Da fliegt er. Jetzt müssen wir diese... Oh, Scheiße. Ja, ja. Diese Blöcke, die seine Kammer hier so bilden, versuchen wegzubekommen. Dreh dich. Ja, andersrum. Toll. Dann verschwinden die nämlich mit der Zeit und man kann... Rein. Und da ist er. Ich hab einen... Chaos Emeralds. Einer. Da sieht man den einen, den ich jetzt hab. Ching, ching, ching. Der bringt mir jetzt für sich allein überhaupt nichts. Vielleicht Punkte, ich habe nicht aufgepasst. Vielleicht hat er Punkte gebracht, aber mir auch nicht. Punkte sind halt nichts spielerisch wert, also sagen wir überhaupt nichts. Wenn man allerdings alle bekommt, ist es halt schön. Nur ich glaube, das werden wir in diesem Let's Play nicht mehr erleben. Außer vielleicht, ich kann vielleicht eine Möglichkeit suchen, das noch zusammen zu cheaten, dass ich 6 Stück ercheaten kann und dann wieder aufnehmen, dass ihr den letzten noch... Ich muss mal schauen, wie ich das mache. Ich muss mich mal erkundigen. Ich, selbst wenn ich es jetzt versuchen würde und sag, okay, ich könnte wohl jetzt sagen, ja, okay, ich spiele dann so nochmal offscreen mit Save States und allem möglichen Pipapo das Spiel so nach, dass ich alle Emeralds mitnehme und zeige euch dann noch, wie ich den letzten einsammle, dass ihr wisst, worum es jetzt geht. Das wäre wohl, oh scheiße, oh scheiße, oh, ja. Wäre noch eine Möglichkeit, ja, aber wisst ihr, wie lange ich dafür brauche? Ihr seht's doch, wie schwer der ganze Mist ist und wie überhaupt und... möchte ich, wenn möglich, irgendwie vermeiden. Schauen wir mal. Tja, hier hoch geht's nicht weiter. Ah, gehen wir halt hier lang. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut. Oh, da oben sind immer ganz, ganz viele Monitore. Oi. Ich will da links lang. Ups, hopp, oh, ja. Danke, sehr nett von dir. Hey, lass mich hier hoch. Bitte. Ich will auf dir landen. So. So ist das. Hier links da. Hoch! Denn hier sind doch zack, 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 zack. Tolle Sachen. Das ist herrlich. Und. Wow, hab's geschafft. Hier könnte ich hoch. Aber ich riskier's mal nicht. Ich gehe. Ach so, seht ihr, wäre eh unnötig gewesen. Bin doch auch so hochgekommen. Und. Zup. Ey, hat gereicht, cool. Ah, schnell durch, bevor sie explodieren. Ah, schon wieder. Geh weg. Boah. Oh, du Wichskind. Du Wichskindvieh. Du Wichskindvieh. Ey, geh mal runter. Ey, Schmerz. Nein, 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 nein. Au. Das machen diese scheiß Spring-Dinger da extra. Die poken einen in den Tod. Das ist ihr Sinn und Zweck. Dafür sind sie da. Das genießen sie. Das genießen die extrem. Ja, ah, geh weg. Geh weg von mir. Nein, geh weg von mir. Bitte. Wo ist die Logik? Dort unten hätte ich hingewollt. Dort waren überall Upgrades wieder. Ach, Spiel, warum hast du mich? Was habe ich dir getan? Ah, danke. Dir getan. Boah. Hoch. Nicht hoch genug. Nochmal. So, so ist besser. Jetzt nochmal. Oh, hier, nee, scheiße, der kommt ja hier bei mir raus. Ups. Okay. Was mache ich für Müll? So. Und zack. So funktioniert's. Ah, eine Unverwundbarkeit. Tja. So wie ich mich kenne, würde ich jetzt eher sterben bei dem Versuch, die mitzunehmen, als dass ich sie tatsächlich kriege und irgendwas erreiche damit. Wo sind wir denn jetzt? Ich hab's nicht rüber geschafft. Mit etwas mehr Anlauf wird's aber bestimmt gehen. Ah ja, so geht das erst recht. Und, nee, steh auf, steh auf, steh auf. So, und zack. Und hier rüber. So, hat gerade so geklappt. Okay. Ja, Geschwindigkeit. Oh, Bomben. Bomben. Uiuiuiui. Geschwindigkeit. Ah, Scheißdreck. Kein. Ein riesiger Morgenstern ballert mir die Rübe weg. Das ist unschön. Das nimmt irgendwie den Rausch.
etwas weg, muss ich sagen. Zack und zack. Ringe. Ringe sind toll. Nein! Nein, du Arsch! Nein! Wie gemein. Ah, Feuer, 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 Feuer! Fuck! Ah, Bomben! Nein! Und Stachelvieh! Und alles und tot und Checkpoint. Und Boss. Oh toll. Was machen wir wohl gegen den? Wah, Arschloch. Dreimal dürft ihr nachdenken. Und wenn man Glück hat, kann man einen Ring sehr, sehr oft jonglieren. Und immer wieder einen sammeln. Das geht, wenn man nur noch einen hat, das funktioniert. Okay, das ist auch eine Möglichkeit. So kann ich es auch machen. Ich habe jetzt die ganze Zeit versucht, die Bomben auf ihn zurückzuwerfen. Aber ja, ich kann auch so machen, dass er mich zu sich wirft. Das geht auch, denke ich. Ganz links. Ganz rechts, ganz links.